Das erste Licht. Immer wenn ich davon höre, und das ist der Titel unserer Adventskalendertürchen, denke ich an einen Vortrag des Professors Dr. Thomas Schimmel vom Institut für angewandte Physik an der Universität Karlsruhe, dem KIT, einem Vortrag, den er im Jahr 2019 hier in Landau bei uns bei den ökumenischen Impulsen gehalten hat. Er stellt die Frage nach dem Urknall und der Gottesfrage. Und für mich ist dann auch die Frage damit verbunden, woher kommt denn das erste Licht? Das Licht ist eine elektromagnetische Welle und diesem Wellen folgen den Maxwell'schen Gleichungen. Heinrich Hertz hat sie in Karlsruhe hier in unserer Region entdeckt. Das Geheimnis der Planck-Zeit, Max Planck, ein Forscher, ein Nobelpreisträger der Physik, er sagt, dass die ersten 10 hoch minus 43 Sekunden unserer Zeitrechnung beim Urknall sich nicht mehr erforschen lassen mit den Naturgesetzen. Also da fehlt etwas, da ist eine Lücke in der Forschung da und somit stellt sich die Frage, ja, wer hat denn da geknallt? Der Urknall ist nicht die Erledigung der Gottesfrage, sondern sie führt dazu. Max Planck sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Ja, unsere Welt ist so kompliziert und trotzdem hat die Naturwissenschaft so vieles erforscht. Die Lichtgeschwindigkeit, die Elementarladung, die Planck-Konstante, die Elektronenmasse und all diese Naturkonstanten, sie sind unveränderbar und sie sind so aufeinander abgestimmt, so diffizil, dass es so ähnlich ist, wie wenn ein Scharfschütze ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll und zwar am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Verrückt, wie detailliert diese Welt doch zusammenhält. Sie ist bis ins kleinste Detail inszeniert und konstruiert, nur damit wir leben können. Das erste Licht, ist das Universum extra nur für uns? Wenn wir unsere Welt anschauen und Atome, die kleinsten Teile, die es gibt, die wir kennen oder erkennen können, erforschen. Da gibt es einen Atomkern, ganz klein, in der Mitte, umhüllt von der Elektronenhülle. Ja, und dann gibt es da noch sogenannte Neutrinos, die schwirren da irgendwie rum. Das sind komische Sonderlinge. Man hat sie erforscht und entdeckt. Und in jeder Sekunde rasen Billionen von ihnen durch unseren Körper, ohne dass wir das spüren. Diese Geisterteilchen können sich im Flug von einer Neutrinosorte in eine andere verwandeln und sie werden ständig nachproduziert, sie entstehen im Inneren der Sonne, auch im Inneren am Anfang des Urknalls. Und so ist es ähnlich wie die Mikrowellenstrahlung, die alles durchdringt. Das ganze Universum wird von dieser geheimnisvollen Strahlung, von diesen Neutrinos des Anfangs durchdrungen. Dies im Urknall, dieses Urlicht, es ist überall. Es durchdringt unsere Erde und auf dem Weg durch die Erde geht nur eines von 10 Milliarden Neutrinos verloren. Das heißt, sie sind auch fast unerschöpflich lange wahrnehmbar. Unsere Welt ist ein Geheimnis. Und das Licht, wir rechnen in Lichtsekunden oder die Lichtgeschwindigkeit. Also wenn das Licht legt etwa in 1,3 Sekunden die Entfernung von der Erde zum Mond zurück. 384.000 Kilometer. Und bis zur Sonne oder von der Sonne zu uns braucht das Licht 8,3 Lichtminuten. Und wir gehen davon aus, dass wir 50 bis 100 Milliarden Galaxien beobachten können. Das sind ganz, ganz wenig, die wir überhaupt wahrnehmen. Unsere Nachbargalaxie, der Andromeda-Nebel, ist 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und es gibt wahrscheinlich 10 Trilliarden Sterne im Universum. Das ist eine Zahl mit 21 Nullen. Und das, was wir sehen können, beträgt nur etwa 4,7%, denn das ist Masse. Alles andere ist dunkle Materie, dunkle Energie. Ja, und da gibt es eine Spur von Gott. Eine ganz kleine Spur. Doch wie sollen wir in diesem riesigen Universum Gott entdecken? Er macht es anders. Er lässt sich von uns finden und er wird sogar Mensch in Jesus Christus. Das erste Licht. Davon tragen wir alle ganz, ganz viele Teile in uns. Und von diesem ersten Licht ausgehend, von Gott ausgehend, wird dieser Gott in Jesus Mensch. Ein wunderbares Fest.
Das erste Licht gilt es zu feiern, denn es trägt die Handschrift Gottes. Und da wir sein Abbild sind, so glauben wir, tragen auch wir diese Handschrift in uns. Ihnen allen einen physikalisch, schöpferisch gläubigen, guten Adventstag.